Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Metro. Ich glaube, es ist jetzt, oder das ist jetzt Tape 3 und ja, wieder eine halbe Stunde. Ich muss gucken, weil da muss auch wirklich so weit gehen, dass ich das immer zum Speichern, weil ich kann hier echt nicht, ja, letzter Speicherpunkt laden. Ich kann nicht selber speichern ja, speichert automatisch. Und wir setzen mal die nächste Folge fort. Und jetzt sind wir in den Kapitel mit der Verfolgung im Tunnel oder im Tunnel, irgendwas mit dem Tunnel. Ja, was haben wir bei der letzten Folge gemacht, hier eine kleine Kurzfassung. Artyom ist halt, wollte die Aufgabe, die Hunter ihm zuletzt gestellt hatte, falls er nicht wiederkommt, dass er nach Polis reisen soll und Miller aufsuchen soll und ihm halt den Bericht abgeben soll. Des Weiteren hat Artyom seinem Stiefvater halt doch belogen und gesagt, ja, er hilft halt, bewacht halt die Güter, die Lieferung nach Reglis oder Raglis, oder Reglis, glaube ich. Ja, und in Wirklichkeit reist er aber von da aus weiter Richtung Polis. Und ja, und jetzt sitzt er hier mit drei anderen in so einem komischen alten, keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Auf jeden Fall werden wir da jetzt mal weiter gucken und schauen, was hier in dieser Folge passiert. Ja, und dann. Ich bin gespannt und ich entführe euch jetzt wieder zu Metro 2033 Redux. Ja, und ich wünsche euch halt viel Spaß damit und wir legen jetzt mal los. Wo kommst du denn her? Rieger, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Okay, Ich Rieger. wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los, los, Ja, los. der Markt kommt direkt nach Rieger und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Es könnte Plötzlich sein. Überkam ich die Angst. Langsamer, Jungs! Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Ja, ich glaube, ich sollte den auch schon nicht mögen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Ja, ich muss einmal nachladen. Habe ich nur die Waffe? Nee, ich habe auch eine andere Waffe. Scheiße. Ja. Wie ihr seht, habe ich... Verdammt, tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Achte auf den Bereich hinter uns, Artyom. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga.
Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! 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 Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh. Mein Gott! Artyom! Was ist das? Hey. Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jetzt! Okay, sind das die Schwarzen? Ich glaube, die sind damit gemeint. Nein, aber so genau weiß ich das nicht. Oh, dieses Piepen im Ohr ist richtig. So, also. Ja, das war einer der Schwarzen, der gemeint ist oder der die Schuld bekommen hat, dass er die Leute halt angreift. Ja. Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Okay. Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Ihr schießt! Ich bediene den Himmel! Was denn, du bist doch? Spart mir die Buhn! Spart mir die Buhn! Komm schon. Alter Schwede, okay, wir müssen hier jetzt mal packen, und hier speichert er direkt schon. Er lebt, komm hierher, schnell! Ja. Nicht den Flammen werden wir benutzen, bitte! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Ja. Ja, das... Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Ja. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben.
Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. So, das Kapitel 2 heißt Burden oder Bourbon. Ja, auf jeden Fall, was es mit ihm auf sich hat, weil ich schätze mal, das wird wohl ein Typ sein. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt spielen, aber ich mache jetzt erstmal zum Fortfahren, drücke ich halt eine Taste und dann schauen wir einfach mal. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom! Auf dich! Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf deine Gesundheit! Achom! Auf dich! Ja, Nastrovia. Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Achom. Auf dich, Achom. Ja. Auf mich. Juhu, juhu. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefallen und wurden ohnmächtig. Und wir werden jetzt einmal gucken, wie lange wir aufnehmen. Ja, okay, 12 Minuten. Ja, dann nehmen wir das zweite Kapitel gleich mit, natürlich. Und dann geht's jetzt weiter. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Nosalis. Aber unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss auf er dich, auf mein Freund. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Kerl. Auf Artyom! Leider gibt's hier. Danke, Junge. Wegen dir kann ich jetzt eine Menge Drinks verkaufen. Jo. Und wir haben hier das erste wieder das ein Tagebuch. Und dann schauen wir einfach mal. In der Riga gibt's 3 Tagebücher. Ui, die werden wir auf jeden Fall suchen müssen. Keine Ahnung, wo die waren oder wo die sind. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen. Geflüster, Gewimmer, völlig geräuschlos und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht. Aber von so etwas habe ich noch nicht gehört. Und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Ja. Denke ich auch mal. So. Und ihr? Hier was Schönes. Wir wollen zur Marktstation, die aber der Tunnel ist Banditen geschlossen. Haben die Station Ärger mit gezwungen, Banditen, sich abzuriegeln. Wir hängen hier schon seit 2 Tagen fest. Yeah. Du hast ihnen wirklich die Hölle auf Erden bereitet. Du bist heute ein echter Held. So, und ihr habt nichts zu sagen. Ihr sitzt da stumm. Yay. Ich hab hier wieder Munition. Und ihr? Also ich weiß, dass ich nochmal sowas nicht machen werde. Einfach. Ich habe meine Rechte. Lasst mich aus der Station raus. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Es interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Okay. So, und ihr drei?
Genau, erstmal die Arme verschränken. Jo, macht mal. Ein Dummer macht's nach und der andere. Ein Dummer macht's vor und der andere macht's danach, oder wie? Okay, dann wollen wir mal. Gib mir bitte ein paar Patronen. Nach hier. Danke. So. Natürlich seht ihr hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf jeden Fall seht ihr hier, dass es wieder vorhin weiß wurde. Das heißt, wir haben hier wieder, ja, so gut es geht halt. Ja. Sei hier vorsichtig. Wir versuchen hier immer noch mit Leuten zu reden irgendwie, aber die schweigen uns hier direkt an und... Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Sonderangebote, Rabatte, beste Waffen von den Schmiedemeistern. Kann ich hier mir... auswählen. Ein Heilmittel für alles. Okay, Wurfmesser. Schärfere gibt es nicht. Wie Sie wollen. Brauchen Sie Moon? Dann fragen Sie mich. Ich bräuchte eigentlich Filter. Eigentlich, ne? Okay, hier bräuchten wir, wirklich welche. Hier auch ein bisschen, da auf jeden Fall, weil da haben wir ja echt nichts mehr gehabt, ne? Guter Deal. Ja, ja, schön, danke, freut mich. Ja, hier können wir sogar hier anpassen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das hier noch hin. Das ist Kühlkörper, ja. Okay, da reicht das nicht mehr aus. Das heißt, wir müssen erstmal hier wieder suchen gehen oder generell mal hier alles abgrasen, mal schauen, was wir hier finden. Hier haben wir schon wieder, ja, guckt mal, Metro 2033, das ist das, was wir gerade auch spielen. Wie ich ja schon gesagt habe, das Metro-Spiel entstand halt von den Büchern. Und ja, dementsprechend, so. Wird das halt. Erstmal machen wir hier mal das Licht aus. So, und das hier ist halt etwas. So. Guter Schuss. Gar nichts. Wer wettet dagegen? Um welche Satz? Ein halber Liter. In Ordnung, abgemacht. Das ist ja ein Ding. Er hat tatsächlich getroffen. Jeder hat mal... Ich kriege jetzt wohl nicht so. So, und... Hey, was ist denn? Und das nächste... Er ist definitiv ein schlechter Schütze.
Okay. Schuss. Na. Verdammt nochmal, ey. Okay, wir haben jetzt nur 32. Das hier ist wieder schwieriger. Das hat, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich lasse das jetzt mal erstmal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mitmachen soll. Aber das Problem war halt, ich habe das damals nie wirklich geschafft. Leider. Und ja, halt meine Freundin habe ich es halt nie geschafft, weil die Freundin hat es auch versucht auf diesen Schießstand, mit dem hat es aber nicht geschafft, hatte mich damals gebeten gehabt, als das Spiel rauskam, das zu machen. Ich habe es leider auch nicht geschafft und ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen würde. Ich gucke jetzt einfach mal, wie lange ich schon aufzeichne oder generell aufnehme. Okay, wir haben 9 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das in 9 Minuten schaffe und auch wirklich treffe, weil das ist schon extrem schwer. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ich würde es gerne machen, aber auf eine andere Art und Weise würde ich es aber auch wieder nicht machen wollen. Triff irgendwas. Ja komm, wisst ihr was? Wir versuchen es einfach. Fertig. Wir probieren es einfach aus. Wenn es nicht klappt, dann hey, du, ist es halt so. Der hat keine Chance. Er würde nicht einmal die Scheune durchtreffen. Davor stünde. So, und... Hast du gehört? Er hat nochmal getroffen. So, und deswegen... Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Guter Schuss. Das ist echt hier sau schwer. So, und... Nein. Weiter. Okay. Guter Schuss. Das war's. Du hast deine Patronen vergeudet. Okay, ich... Wie gesagt, ich versuche jetzt hier... Fuck. Okay, wisst ihr was? So. Und, hast du gesehen? Fuck. Und jetzt versuchen wir hier wirklich zu treffen. Guter Schuss. So. Okay. So. Ah, wie gesagt, das Zielen, es ist ja nicht so nah, dass ich es nicht schaffen könnte oder sonst was. Ist einfach nur, ob ich es wirklich... Guter Schuss. So, und... Ja, ich bin jetzt hier hochkonzentriert natürlich. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, 9 Minuten habe ich noch zum Aufnehmen. Ansonsten, ja, war es das halt. Oh, ja. Da habe ich jetzt mal 2 Ratten auf einmal erwischt. So, und ja. Ich weiß nicht. Hast du gestern? Nochmal getroffen. Ja, wie gesagt, das ist halt nicht einfach hier zu treffen. Also meine Hand
Kampf gerade, weil ich hier Schuss. Über die Maus hier halt mache. Hast du nochmal getroffen? So, und dann wollen wir mal hier weitermachen. Nun, ja. So, und wieder zwei haben wir. Das ist die dritte, ja. Leider kann ich nicht hören, was der andere sagt, weil aus dem Punkt schon alleine, weil ja. Hast du gesehen, ich ihn nicht, er hat nochmal getroffen. Ich ihn nicht hören kann, was er sagt. Was ich weiß, ist, dass er etwas Bestimmtes sagen muss. Wie, ja, wie viel ich davon gelesen hatte. Aber genau weiß ich. So genau weiß ich das einfach nicht. Ich hoffe, ich schaffe das hier noch. Keine Ahnung. Ach, da ist diese Trompete. So. Ach ja. Guter Schuss. So. Ja. Los da. Guter Schuss. Ja, sollte das jetzt gleich nicht. Hast du gesehen? Er hat nochmal getroffen. Funktionieren werde ich einfach wirklich sagen, okay. Also Leute, tut mir leid, aber das wird hier jetzt echt zu blöd. Ich guck mal eben, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Ja, noch 2 Minuten haben wir, ja. Ab hier werde ich doch einen früheren Cut machen. Wir sehen uns dann halt bei der nächsten Folge von Metro 2033 Redux. Und ja, tut mir leid, dass ich das in der Zeit halt doch nicht geschafft habe. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren reinschreiben, wie man das schafft, das hinzubekommen und was man da raten kann oder einen Tipp halt, wie man das halt besser machen kann in Metro. Auf jeden Fall sage ich jetzt erstmal bis dahin tschüss, danke fürs Reinschauen, danke fürs Anschauen, ja, und wünsche euch noch einen schönen, schönen Tag oder Restabend, ja, oder guten Morgen.
Je nachdem, wann das online kommt, das kann ich euch leider noch nicht sagen. Und deswegen, ja, sehen wir uns da bei der nächsten Folge von Metro. Ja, und dann geht's weiter. Bye, bye.